Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es sehr gut. Wie in jedem Part machen wir einen Zwischenrecap, was wir im letzten Part gemacht haben. Im letzten Part, wartet, das zeige ich euch jetzt. Im letzten Part haben wir, ich bin gerade im Tempel, bin ich dumm. Ja, ich bin dumm. Im letzten Part haben wir die ganze Map entdeckt. Zum Beispiel diese Zone, die uns ein Frosh Rap beigebracht hat, und damit kann man Tote wieder zum Leben erwecken anscheinend. Und dann haben wir hier diese Zone entdeckt, wo man so Ressourcen sammeln kann und so. Wirklich nicht sehr spannend, wirklich. Und wir haben auch jetzt wir sind jetzt auch gerade beim Eingang des neuen Tempels stehen geblieben. Ich glaube, da heißt Maskentempel, ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall beginnen wir jetzt mit dem Tempel. Heißt Maskentempel. Let's go. Okay. Das ist ein Magier. Okay, die kann man nicht töten anscheinend. Vielleicht kann man die so betäuben. Ich weiß es nicht. Im Moment kann ich nicht gut zielen. Okay, also. Ja, das ist witzig. Autsch. Ich werde aber gerade zerstört. Vielleicht geht's besser mit Pfeil und Bogen. Oh, damit kann man die auch töten. Interessant zu wissen. So, dann zerstören wir die eben mit Pfeil und Bogen. So, ein Hetz mehr. Sieht noch schwerer aus als schwer. Ah, vielleicht kriegen wir noch ein stärker. Kriegen wir noch. Wir haben hier für den Moment diesen Kraftarmband. Vielleicht kriegen wir dann so einen ultimativen Kraftarmband, damit wir auch das tragen können. Okay. Also das können wir. Scheiße, können wir jetzt ja umbringen. So. Tot. Ich weiß nicht, ob man einen Topf rüberbringen kann. Ne, kann man nicht. Weil man einen brauchte. Gerade eben habe ich gesehen. Aber hier gibt es einen wunderschönen Knopf, den wir natürlich betätigen werden. Damit diese Tür offen ist, das explodieren wir. Da sehen wir nichts. Das finde ich nicht gut. Man muss doch immer was sehen. Ganz besonders in den Videos. Okay, also für den Moment ist hier nichts Interessantes. Würde ich wieder das nehmen. Was gibt es da oben? Nix. Nix. Okay. Den Schnabel haben wir eh noch nicht. So, hier oben gibt es für den Moment nix. So, da gehen wir links. Nee, da geht's nicht weiter. Es gab hier auch noch andere Stellen am Anfang. Zum Beispiel da oben. Da wo wir noch nicht waren. Aber hier haben wir 40 Rubine. Mit nicht sehr viel für den Moment.
Autsch. Doppel-Autsch. Was ist das denn? Autsch. Autsch. Das war nur das? Okay. Aber schon nervig, dass ich das immer noch nicht heben kann. Wir haben das für den Moment entdeckt. Da konnten wir weitergehen, haben wir aber nicht gemacht. Dann wird wahrscheinlich die Lösung dort sein. Ist wahrscheinlich. Ach stimmt, da konnten wir ja nicht weiter. Außer man kann so eine Bombe da drüber werfen. Das ist so die einzige Möglichkeit, die ich gerade dazu, die ich als möglich sehen würde. Versuche es nochmal. Ne, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Ne, tut es auch nicht. Vielleicht aber. Vielleicht eine andere Idee. Hier eine Bombe. Dann ist das und. So. Autsch. Das ist. Schon nervig. Ich nehme einfach feine Bogen. Autsch. Obwohl, ich muss die eh nicht umbringen, also. Ich stürze nicht. Drei Herzen, das ist doch gut. Und ich bin dumm. Ich kann einfach. Muss ich die Zone wieder neu laden? Bin zu dumm und es nicht gesehen habe, dass ich die Tür so öffnen kann. Was gibt es da drin? Den Kompass. Ist doch gar nicht mal so. Alles klar. Mhm. Für den Moment ist es auf blau. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, wenn es auf blau ist. Ah, hier gibt es noch einen. Okay. Das ist die andere Seite. Oh. Also was doch das Gute. Ich glaube, da müssen wir alle umbringen. So. Fall und Bogen. So. Perfekt, Schuss. Sprinter. Hilfe, 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 Hilfe. Das kann ich ja dann gleich wieder nehmen. Praktisch. Stimmt, den kann ich ja auch gleich mitnehmen. Den Schnabel. Irgendwo brauchte ich den ja, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber irgendwann werde ich ihn hier brauchen. Ein paar Pfeile.
Ups. Nee, also da habe ich gerade einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich frage mich nicht, ob ich mich gerade blockiert habe. Nee, also blockiert habe ich mich nicht. Das weiß ich jetzt selber. Ich einfach das machen kann. Dann ist alles so wieder wie vorher. Also. Das ist versperrt durch eine Tür. Das können wir vielleicht kriegen. Noch eins runter. Doch, man muss doch echt alle umbringen. Okay. Schade. Ich bin doch dumm. Ja, ich bin sehr dumm für den Moment. Und versuche zu schießen. Entschuldigung, aber das war jetzt nicht. So, fertig. Ah, der Kompass hat aber nichts angesagt. Das fand ich ein bisschen komisch gerade eben. Auf jeden Fall haben wir die Karte. Die nennen das Labyrinth. Ich weiß nicht, warum die das eigentlich Labyrinth nennen. Weil für mich ist es ein Tempel, kein Labyrinth. Da oben geht es eigentlich nicht weiter. Da oben geht es nicht weiter, ne. Haben die gerade eben nicht angezeigt, das hat mich ein bisschen gerade verwirrt. Auf jeden Fall, da können wir auch nicht viel machen. Da bräuchte ich eben einen Schlüssel, aber den habe ich. Weiß nicht seit wann, aber ich habe ihn. Dann können wir dahin. Gehen wir dann wieder dahin. Warum nicht? Natürlich, wie immer, das ist vertauscht. Das ist natürlich belastend. Hi. David ist wieder da. Wer hätte das gedacht? Aber wie soll ich da durch? Jetzt? Wie soll ich jetzt da durch? Hilfe! Hä? Hilfe! Autsch! Nein, 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 nein! Aber nee. Nee. Hä? Okay. Also. Nee. Wenn ich jetzt nicht okay. Ist mir sowas dann egal. Hier kann man ja auch nirgendwo durch. Stimmt, da brauchte man einen. Da brauchte man den Schnabel. Da gehe ich dann direkt dorthin. Vielleicht hilft er mir weiter. Für den Moment weiß ich einfach nicht, wie ich dann da durchkomme, weil ich blockiere mich immer. Autsch.
Das ist praktisch. Autsch. Die sind wieder da. Oh ne. Oh ne, ne, ne. So. Weg. Aber ich brauchte. Hä? Oh, danke. Weg mit dir. Warte. Nee. Bin ich so dumm? Vielleicht werden ein paar unter euch sich gerade eh die Haare zerreißen, weil ich zu dumm dafür bin, um das da zu machen. Viel zu dumm. Trotzdem, wo wir jetzt schon dabei sind, können wir doch auch gleich schauen, was uns die Eule zu sagen hat. Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen der Maske. Zerstöre Wände. Okay. Okay, also da weiß ich eh nicht, was man machen konnte. Da kann ich noch nicht durch, aber da drüben gab es eben was. Weil ich jetzt einen Schlüssel habe. So, da kommt der Schlüssel hin. Gehen wir da durch. Bombe da. Da, Bombe. Nehmen. Da. Perfekt, und wir kommen zu einem Miniboss. Was bist du? Du bist hässlich. Das Einzige, was ich nehmen kann. Darf ich auch werfen? Darf ich auch werfen? Ich will auch werfen. Ich will auch werfen. So, und das. Oh, jetzt bist du. Okay, du bist. Immer abwechselnd. Autsch. Abwechselnd. Was verstehst du nicht unter abwechseln? Dann darf ich auch zu. Dann darf ich auch das nächste Mal. Darf ich auch nochmal. Hast du Aimbot? Er hat Aimbot. So einer, der Aimbot hat. Das sind so Typen, die Aimbot haben. Der hat echt Aimbot. Jetzt bin ich auch. Ist mir egal, jetzt wirf ich dich ab. Pech. Hast du verdient? Hast du sowas verdient? Also dagegen kann ich echt nichts sagen. Das hast du sowas und verdient. Yeah, 10 Bomben. Das hat auch wehgetan. Er hat sehr wehgetan. So. War ich hier schon? Hier war ich schon. Hier, hä? Hä? Das da bringt mich dorthin. Okay. Nein, das finde ich aber nicht okay. Ich brauche einfach, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem hinkommen, zu diesem. Da kann ich eh nicht hin. Ich glaube, das einzige, das ist auch versperrt. Der Rest ist auch versperrt. Alles ist versperrt. Ich versuche mal den da. Vielleicht hilft er mir dann weiter. Vielleicht ist es ja auch das, was wir suchen, nämlich den ultimativen Kraftanwand, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, aber würde ich eben sagen, weil wenn ich die Elefanten da sehe und so, wenn man sagt, ja, ich bin nicht stark genug, also dort geht's nicht. Da. So. Ah. Aber das schaffe ich eben. So. So, Bombe.
Vielleicht gibt's doch etwas hier. Vielleicht muss man doch irgendwas erschienen. Schauen wir noch mal. Ich will noch mal anmachen. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Hä? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Autsch. Die tun weh. Natürlich auch sehr logisch, dass man auf Leitern springen kann, aber ist natürlich auch nur ein Traum. Das muss man sich denken jetzt beim Spiel. Wirklich? So, nimm das. Autsch. So, nimm das. Autsch. So, nimm das. Alles sind zerstört und was ist da? Vielleicht eben der Kraftarmband. Stärkeres Kraftarmband. Du könntest damit sogar einen Elefanten heben. Wieder meine Theorie, wie immer. Das ist hier nur ein Traum, also. Kann man es ja noch. Da kann man es machen. Und von wo kommen wir? Wir kommen von da unten. Das ist praktisch. Autsch. Können wir dort? Können wir das nehmen? Können wir das werfen? Können wir das runterwerfen? Können 100 Rubine einsammeln? Können da runtergehen? Können hier den Eingang dann freimachen? Und sehr viel freischalten, das wir davor nicht machen konnten. Hauptsächlich ist es eben... Das da möchte ich auf jeden Fall machen. Und dann noch rechts. Lernt erstmal zielen. Das war natürlich. So. Autsch. Immer die drei Herzen, obwohl ich nur einen halben Schaden hatte, aber trotzdem. Man weiß nicht. Ist immer nützlich. So, das ändern, damit man dadurch kann. So. Was ist das denn? Nicht von dort. Nicht von dort. Meine Logik. Und das hat geklappt. Also, war es doch nicht so falsch. Von da kann ich da. Kann ich das umändern? Obwohl, das will ich gar nicht. Ist egal, jetzt ist schon geworfen. Hätte auch was anderes benutzen können. Ist aber egal. Von da oben. Ja, yeah, eine Zaubermaschine. Das habe ich davor gar nicht gesehen, dass es da, das versteckt war. Gut zu wissen. Wenigstens eine Sache weniger. Und eine Zaubermaschine mehr. So. Dann. Vielleicht können wir dort. Ne, da kommen wir immer noch nicht hin. Was ich sagen würde, ist, wir nehmen das da. Und wir gehen zum Anfang und schauen, gehen dann rechts. So. Wir gehen dann rechts und schauen, was wir dann rechts machen können.
Link, der Elefantenträger. Erstmal kommen wir dorthin. Uff. Das ist... Ich würde aber gern den Greifer benutzen, weil der eigentlich auch gar nicht mehr... Kann man das machen? Und andere damit umbringen. Kann man das machen? Dann mit dem kann man einfach dann zwei Pfeile verwenden und ihn damit umbringen. Tadam! Hier können wir eine Vase benutzen, um das zu werfen. Springe auf die Säulen, um voranzukommen. Welche Säulen? Okay. What? Wie habe ich das geschafft? Also, dadurch kann ich eben frei. Also. Jetzt nehme ich. Autsch. Sup. Wouch. Und ein kleiner Schlüssel. Yeah. Ein kleiner Schlüssel. Was kann ich damit machen? Den könnte ich dort gebrauchen. Und für den Moment auch nichts anderes. Also da oben, aber ich weiß für den Moment nicht, wie ich da hochkomme. Gehen wir erstmal zurück. Vielleicht gab es da oben noch was. Da gab es eben den Teleporter. Da gab es die zwei Elefanten. Oh. Okay. Optisch. Ist eigentlich viel besser, mein Schild da zu haben. Oh. Yeah, ein Schlüssel. So. Das ist mal das, glaube ich. Brauche ich aber eh nicht mehr. Ah, wir kommen dort an. Ich glaube, das ist das gleiche Spiel wie vorhin. Ja, genau das gleiche Spiel. Nicht gerade so schwer. So, dann kommen wir dadurch. Da runter. Yeah. Ich glaube, ich ging ihn. Ich hab mir ihn nochmal getötet. Keine Ahnung. Okay. Vier Pfeile für so einen kleinen Hasen. Wenn es sein muss. Hilfe. Aber da muss man eben
sind so Momente, wo man sich denkt, warum muss man da Schaden nehmen? Warum? So, dann gehen wir da hoch. 3 Herzen, die mir nicht viel nützen. Oh, 300 Rubine. Yeah. Ist nicht gut. Ja, das wird ein sehr langer Part. Ist halt nicht schlimm. Ich weiß echt nicht, wie lange er ist. So. So. Ah. So. Bin ich dumm? Ja, bin ich. So, nur einmal Schaden. Einmal Schaden, bitte. Ja. So. Dann gehen wir da runter. Okay. Uff. Nein. Uff. Echt jetzt? Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. So, explodier, du Miststück. Okay. Okay. So, nimm das und explodier. Bitte, danke. Tschüss. Nett, dich nie wieder sehen zu müssen. Nein. Sehe ich nicht ein. Entschuldigung. Nee, das sehe ich nicht ein. Dass ich gerade eine Bombe gelegt habe und dann gestorben bin. Nee, das sehe ich nicht ein. Dass ich mich gerade mit den Knöpfen total vertue. Nee, das sehe ich. Wie bitte? Hätte gerne Zeitlupe. Hätte sehr gerne Zeitlupe. Das möchte ich nochmal sehen. Ich gehe da anscheinend. Ja. Nee, sehe ich trotzdem nicht ein. Sehe ich echt nicht ein. Und das habe ich schon. Ist mir egal. So, also wie komme ich da wieder zurück? Dieses Spiel macht manchmal echt Spaß. Stimmt, irgendwie so durch eine Treppe. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich glaube, das war die da. Autsch. Nochmal Autsch. Yeah. Ich hatte schon. Muss man nicht schön finden, aber ich fand's schön. So.
Wahrscheinlich hatte ich eh schon alle, die ich haben könnte. Zwei Herzen, immer praktisch. Nehmen wir die Treppe wieder. So. So. Und genau der Ort, wo wir davor waren. Gehen wir wieder dorthin. Und diesmal. Wirklich? Danke. Herz. Rot. Herz. Verstehe. Die von Krümen umgegene Schatztruhe lässt sich durch eine Erschütterung öffnen. Das lässt sich eben nicht öffnen. Dann hier, nimm das. Yeah. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Wo ist noch... Ach, da waren wir noch gar nicht. Das ist dort. Das ist... Stimmt, dort. Wenn wir da runtergehen. Ah, das ist die Zone dort. Und unten. Hm. Ja. Gehen wir einfach so hin. Ich hoffe, ich habe alles. Ich weiß echt nicht, ob ich alles habe, weil hier von den Thronen haben nicht alle. Außer die, aber das ist ja das uninteressant. Das ist eben die Balsamcreme, die ich aber schon habe. Auf mich drauf. Die eben, wenn man keine Leben mehr hat, anstatt zu sterben, werden alle Leben wieder regeneriert. Das ist eigentlich so wie eine zweite Chance eben. So, dann glaube ich, war das runtergehen. Das ist eben eine Zone, wo ich noch nicht war. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Ich nehme lieber meinen Greifhaken trotzdem. Autsch. Ey, ich habe nur mein Schild. Autsch. Hier, nimm das. Fall runter. So, tschüss. Ich geh weg. Ich geh weg. So, in den Boss. Let's go. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit... Hoppla, jetzt hätte ich was verraten. Hehehe. Bomben, würde ich sagen. Ich würde Bomben sagen. Warte. Schau mal, das nützt nichts, also. Hey, schon mal Bomben ist richtig. Autsch. Oh. Oh. So. Stirb. So, explodier. Danke. Hey. So. Die Löcher werden eh keine Zeit haben, bis zu mir zu kommen. Ich glaube noch eine oder zwei Bomben. Und er ist tot. Wow. Er ist tot. Hör mir gut zu. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du alles?
Auch du. Komme ich aber wenigstens in mein richtiges Leben wieder zurück. Und Herz Nummer 13 ist genau dort. Oh. Das sechste Instrument gehört uns. Du hast die Korallentriangel erhalten. Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Uhu, die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und können die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Geh nun zum Bergturm, fliege wie ein Vogel. Uhu, uhu. So. Das ist das Ende von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir treffen uns schon bald für den nächsten Part. Bis dahin. Macht's gut.